Hi, ich bin Lena und wir waren in Berlin. Die Fahrt wurde uns von den Grünen gesponsert. In Berlin haben wir uns den Tränenpalast angeguckt, hatten eine echt interessante Stadtrundfahrt und waren auch noch im Reichstag. Um erstmal in den Reichstag reinzukommen, hatten wir eine 30-minütige Sicherheitskontrolle, was etwas überzogen war, aber naja. Danach sind wir in den Plenarsaal gegangen und hatten dort einen Vortrag. In dem Vortrag ging es unter anderem darum, welche Parteien wo sitzen und was die Parteien besprechen in den einzelnen Sitzungen und wie lange die Sitzungen immer dauern. Danach hatten wir eine Diskussionsrunde mit Steffi Lemke, in der es um Flüchtlingspolitik, Umweltpolitik und Asylbewerber ging. Im Anschluss daran sind wir auf die Kuppe gegangen, haben ein Gruppenfoto mit den ganzen Teilnehmern gemacht, die an der Fahrt teilgenommen haben. Und dann haben wir noch ein Interview mit Steffi Lemke geführt. Und im Anschluss sind wir auf die Aussichtsplattform gegangen und haben dort auch noch ein paar schöne Fotos gemacht. Mehr könnt ihr dann natürlich auch gleich sehen. Lemke wird uns jetzt noch einige Fragen beantworten. Ich versuche das. Also im Internet ist eine große Diskussion zur Flüchtlingsdebatte von Frau Gehring-Eckardt ausgebrochen. Wie stehen Sie zu Ihrer Aussage? Dabei habe ich die Ossis noch nicht mitgerechnet. Sollten solche Aussagen nach 25 Jahren deutsche Einheit nicht der Vergangenheit angehören? Ich glaube, die Aussage ist ein bisschen überbewertet worden. Das war der Versuch von einem Witz, hat vermutlicherweise nicht funktioniert. Ich glaube, dass wir im Moment uns darauf konzentrieren müssen, wie wir die Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, die wirklich, Aleppo ist gerade letzte Nacht bombardiert worden, hierher fliehen, wie wir die gut aufnehmen können. Und so eine Anspielung, dass auch wir Ostdeutschen manchmal Probleme hatten, mit den Westdeutschen so richtig warm zu werden oder die mit uns, das ist sicherlich eine andere Dimension gewesen. Aber ich erinnere mich andererseits auch noch sehr, dass das Ankommen nach 1989 in dieser westdeutschen Republik nicht immer einfach gewesen ist. Okay, und was sagen Sie zu dem Rechtsextremismus, der gerade an den Flüchtlingsheimen passiert? Ich finde das selber richtig schlimm. Und was würden Sie dagegen unternehmen? Ich verachte diese Menschen erstmal, die sich gegen Flüchtlinge wenden, die teilweise auf Gebäude, in denen kleine Kinder sind, Brandsätze werfen. Ich halte das für absolut verachtenswert, für feige und auch für dumm. Wir protestieren gegen solche Menschen. Wir wollen mit Gesetzen, mit Strafen, mit Polizei die Instrumente, die uns dort zur Verfügung stehen, auch wirklich dagegen vorgehen. Das wird gemacht. Ich habe da im Moment gar keine Kritik an den Polizeibehörden in Deutschland. Das Wichtigste ist aber, dass wir, Sie, die jetzt zuhören und zuschauen, uns dagegen wehren und deutlich machen, wir sind ein Land, das Menschen in Not willkommen heißt, das hilft. Wir sind nach wie vor ein reiches Land im Vergleich zu Syrien. Und an uns ist es, das auch wirklich rüberzubringen und unsere Werte und unser Land zu verteidigen. So, und jetzt noch ein schöneres Thema. 25 Jahre Wiedervereinigung. Haben Sie irgendwas geplant? Nein, weil ich habe letztes Jahr gefeiert. Da war 25 Jahre Mauerfall. Das ist ehrlich gesagt mehr mein Feiertag als der 3. Oktober mit der Wiedervereinigung. Aber ich freue mich, wenn Feste stattfinden, wenn Menschen sich einfach daran freuen, dass es uns hier in Deutschland, in Europa sehr gut geht. Alles klar, vielen Dank. Okay. Hallo, ich bin Johanna. Wir waren ja in Berlin und da hatten wir ja mehrere Projektpunkte. Einer davon war der Tränenpalast. Und der Name trägt sich daher, weil früher viele von Ost nach West oder von West nach Ost gereist sind. Und das war ja schon sehr umständlich und hatte viel Dramatik mit drin, weil
um halt in den Osten oder in den Westen zu kommen, mussten sie halt so einen Durchgang durchlaufen. Und dieser war halt ein Bahnhof. Und das Gebäude sieht halt immer noch so aus wie früher. Es hat sich nicht viel geändert und steht auch noch in Denkmalschutz, was ich auch sehr interessant finde. Der Architekt wollte es so gestalten, dass man sich fühlt, als ob man in den Himmel, also die Decke war halt hellblau und überall waren Fenster, ob man halt in eine andere Welt gehen würde. Das finde ich halt ganz interessant. Und um sich besser einfühlen zu können, haben sie halt Koffer dargestellt, wo halt kleine Geschichtchen drin standen oder Tagebücher waren, wie halt sich es angefühlt hat, in den Osten oder in den Westen zu reisen. Was nicht so schön war, weil es war ziemlich schwer rüberzukommen und man konnte es auch mitfühlen, weil noch die Grenzgebäude da standen und man viele Bilder sehen konnte, dass sie sehr kontrolliert wurden. Und ja, wir wurden auch von einem Führer rumgeführt und man konnte auch selbstständig rumführen, was ich ganz gut fand, weil man nicht überall gleichzeitig aufpassen konnte und auch selbst das durchforschen wollte. Danach wurden wir ins Hotel gebracht, was ganz schön war. Und die Zimmer waren auch schön und das Essen war ganz gut. Abends saßen wir dann alle noch mit den Mitgliedern der Gruppe zusammen und konnten was trinken und sind dann auch rausgegangen, konnten Berlin ein bisschen durchforschen. Und ja, im Ganzen fand ich die Reise gut.